Hallöchen. So, da bin ich mal wieder mit einem kleinen weiteren Update zum Thema Alone-Batterie. So, und auch eine kleine Ankündigung. Also diese Alone-Batterie, die hat jetzt standardmäßig 6 Volt. Ich habe vorhin so ein bisschen rumgespielt. Deswegen hat sie jetzt nur noch 5,6 Volt. So mache ich das erstmal ab. Denn ich will mal kurz was dazu erzählen. So, also das ist ja die normale Alone-Batterie, die ihr ja schon kennt, mit kombinieren mit Solarzelle, damit sie quasi beim Rumstehen immer permanent mal eine Spannung kriegt. Das ist so ein kleines, ja, Dauerexperiment, sage ich es mal von mir. Und dann habe ich jetzt an diesen Alone-Akku einfach einen Joule-Tief angebaut. Der Joule-Tief, der hat 35 Windungen, also das rote Kabel hier, das hat 35 Windungen und das schwarze, das sind 10 Windungen. Dann halt hier einen, ja, man kann jetzt auch sagen, überdimensionierten Transistor und mit einem Kühlkörper dazu. Wobei ich halt gleich auch dazu sagen muss, der wird nicht warm. Also das ist einfach nur zur Sicherheit. Warum, werde ich auch gleich sagen. Der Akku hat jetzt einen Namen bekommen. Der heißt jetzt Gloria und ist hier mit einer kleinen witzigen LED ausgestattet. Wobei klein witzig trifft es nicht. Eher klein und brutal. Naja, jedenfalls werde ich jetzt den Alone-Akku erstmal einige Tage bei mir testen. Das heißt, ich werde die jetzt anschließen, die LED gleich, und dann werde ich das einfach jetzt mal ziemlich viele Tage laufen lassen. Action for Free macht ja auch parallel jetzt Alone-Akku-Tests mit Joule-Tiefs. Und das werde ich jetzt hier auch einfach mal ein bisschen nachholen, weil da habe ich ehrlich gesagt bisher noch nicht so viel Zeit für gehabt. Und das soll dann quasi mein Beitrag sein. Ja, und wenn dann die Tests abgeschlossen sind, werde ich dann einfach, was heißt denn einfach? Also ein guter Freund von mir, der ist Chef vom Besucherbergwerk in Kleinbremen. Das ist halt so ein Besucherbergwerk hier bei uns in Minden. Und der hat schon gesagt, wenn das Ding soweit ist, dann kannst du das bei mir reinstellen. Das wird dann unten in dem Schacht, müssen wir uns dann noch eine schöne Stelle raussuchen. Dann mache ich auch noch mal ein extra Video. Wird dann der Alone-Akku aufgestellt und quasi permanent in Betrieb gehalten. Und er wird mir dann weiterhin berichten, was und wie sich der Akku denn verhält. Also das wird ziemlich spannend und auch, ja, ich finde ein bisschen spektakulär. Dazu wird es aber nächster Zeit noch ein paar Infos mehr geben. Das hier ist nochmal der Schaltplan. Ja, mit der LED, naja, das ist meine alte Angewohnheit von früher. Ich habe immer so ein Zeichen gemacht. Ihr wisst, was ich meine. Das ist eine 3 Volt oder 3,2 Volt LED und 1 Watt. Also diese welche hier. Ah, jetzt will er sich wieder nicht scharf stellen. Naja, ihr habt es ja vor uns gesehen, ne? Ich mache es auch gleich nochmal an. Ja, wie gesagt, sonst ist jetzt nichts Besonderes dran. Ferritkern, 10 Windungen, das schwarze Kabel, 35 das rote, hatte ich ja gesagt. Plus Eingang von der Spannungsquelle, also vom Alone-Akku, minus Eingang auf Kollektor. Ein Kilo-Ohm-Poti, das ist jetzt einfach noch eins, was ich halt übrig hatte. Ja, das war's im Prinzip. Ja, habe ich dann mal aufgeschrieben. Alone-Akku goes to Gloria. Testbeginn zu Hause, 16.06. Ja. Okay, da habe ich was Verkehrtes aufgeschrieben. 5,4 Volt, ihr habt ja vor uns gesehen, waren 5,67 Volt irgendwie so im Dreh. Naja, ich hatte auch mal kurz ein bisschen rumgespielt. So, dann werden wir das jetzt einfach mal so machen. Dann schließe ich jetzt das Messgerät mal wieder an. So. Minuspol und der Pluspol. Zack. Und ihr seht eine Spannung von 5,65 Volt. Das muss ich dann nochmal korrigieren und aufschreiben. So, und diese kleine unscheinbare LED, die da oben hängt, so unscheinbar ist die gar nicht, werdet ihr auch gleich sehen. Also der Test beginnt jetzt. Seht ihr das? Was da für ein Licht rauskommt. Wir haben es jetzt tagsüber und das ist hier richtig hell, die Sonne scheint. Und naja, diese kleine LED, das ist wie so eine kleine Sonne für sich selbst. Wahnsinn, wa? Wahnsinn. Das ist
ist echt genial, was da rauskommt. Wird auch fast gar nicht warm. Also ich merke da jetzt so ziemlich gar nichts. Seine Gliedmaßen röntgen kann man damit auch, weil die so stark ist. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Hier so meine Äderchen. Das ist jetzt für diejenigen interessant, die jetzt Arzt werden wollen. Kleiner Scherz. So, jedenfalls, die Spannung ist jetzt abgefallen auf 2,8 Volt. So, und ich könnte jetzt noch alternativ jetzt hier ein bisschen rumregeln. Ich habe vorhin das schon mal ausprobiert. Wie gesagt, ich hatte ja schon mal ein bisschen rumgespielt mit, bevor ich die Aufnahmen mache. Nicht, dass dann irgendwas schief geht und ich hier am Quatschen bin und das dann nicht funktioniert. Ja, es verändert sich gleich die Voltzahl, das seht ihr gleich. Und der fängt ab einem gewissen Punkt halt auch an zu featchen, aber ich sehe da jetzt keine Verbesserung. Also ich habe dann mal das Ampermeter mit zwischengeschalten gehabt vor uns, zog sich irgendwas bei 65 mA, diese kleine LED. Ja, und wie gesagt, also als ich dann noch rumgeregelt habe, dann wurde der Verbrauch größer. Ich denke mal, das ist dann erst interessant, wenn die Spannung dann nachlässt, also die LED dunkler wird, dass man dann einfach ein bisschen nachreguliert, um sie dann wieder auf ja, Touren zu bringen, sage ich jetzt mal. Ne? Ich mache das jetzt einmal kurz. Habt ihr das gehört? Hört ihr es? Ich weiß nicht, ob man das hören kann. Ich halte mal die Kamera ran. Ja. Also die Spannung bricht dann noch weiter zusammen. Also anscheinend zieht er jetzt auch dementsprechend mehr. Und ist auch heller. Okay. Naja, gut. Ich lasse ihn mal einfach jetzt auf den maximalsten Widerstandwert. Wie gesagt, das ist ein 1 Kilo-Ohm-Poti. Und weil ich finde die LED, die so schon extrem hell, also ich bin mal gespannt, wie das dann nachts auch ausschaut, wird jetzt erstmal ins Badezimmer aufgestellt, als, ja, ich sage es mal, Nachtbeleuchtung erstmal. Und ja, ich werde dann ja in nächster Zeit wieder einige Update-Videos dazu machen. Und wie gesagt, wenn das Projekt Besucherbergwerk Kleinbremen dann richtig spruchreif ist, ich meine, ich habe schon die Zusage, aber wir wissen noch nicht, wann wir es machen, dann wird es natürlich auch ein großes Video noch geben dazu. Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Gucken und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Video. Macht's gut!